wir auch wieder und hoffen mal, dass unsere nächste Aufgabe etwas besser läuft als die jetzige. Ich sag mal, unsere Leute haben ja recht gut überlebt, aber der General von gerade hätte sich echt eine bessere Weste anziehen sollen. Da sind anscheinend unsere Kybernetik-Leute fertig geworden, oder? Ja! Sehr schön. Die Soldaten, die sich freiwillig in eine Mech-Einheit verwandeln lassen, opfern viel. Aber sie geben nicht alles auf, was sie vorher ausgemacht hat. Ein Mech-Soldat kann auch einige seiner früheren Trainings- und Kampffertigkeiten im Einsatz mit dem Cyberanzug anwenden. In dieser Einrichtung können wir Ist ja Mechaniker zu gut. Skelett-Cyberanzüge, Mechs, entwickeln und unseren Soldaten die kybernetischen Interfaces implantieren, Ja, über gib die sie die Ruhe. Mechs in der Schlacht einsetzen können. Mann, Mann, Mann. Er labert und labert. So, ich würde mal sagen, wir würden mal den William Johnson, der passt doch ganz gut, den können wir gerade nicht dafür rausholen. Die Ressourcen sollten eigentlich reichen. Ja, die Meldressourcen reichen. Dann verkaufen wir kurz was auf dem Schwarzmarkt. Uns fehlen ja nur 8 Dollar. Dann nehmen wir doch mal. Zap. Handel abschließen. Und dann können wir doch gleich mal da Soldaten optimieren. William Johnson Wir optimieren. beraten uns mit Dr. Wahlen bezüglich der nötigen Amputation. Da bin ich doch mal gespannt. Da ist er auch. Haben wir unseren ersten Mech-Krieger gebaut. Die kybernetischen Interfaces sind implantiert, aber ohne einen Cyberanzug sind sie noch zu nichts nütze. Ich würde vorschlagen, dass wir umgehend einen herstellen. Sie werden überrascht sein, über welche enormen Fähigkeiten unser neuer Mech-Soldat in diesem Anzug verfügt. Sieht doch schon mal ganz nett aus. So, und dann können wir nämlich hier zum Mac-Verzeichnis gehen und einen neuen Mac bauen. Und das kostet schon wieder so viel Geld. Mensch. Also Leute, ihr seht, wenn ihr Geld braucht, immer schön zum Schwarzmarkt gehen. Die Kommandant, haben immer das genug Artefakt, das wir an den Ruhe Laden da. verkaufen wollen, wurde vom Forschungsteam noch nicht untersucht. Ich bin sicher, Dr. Wallen wäre enttäuscht, wenn wir finanzielle Gewinne über unsere Forschung und Entwicklung stellen würden. Dann ist er wohl enttäuscht. Ich habe jedenfalls jetzt einen Mech-Soldaten. Und jetzt können wir endlich mal in die nächste Option gehen. Jetzt Wir gibt doch sind mal vom Ruhe. bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes Noch ist sehr keiner rausgegangen, angetan. sagen wir es mal so. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja. Commander, wir haben einen neuen Ruhe, Kontakt. mein Das Gott. Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Ich mag es nicht, dass sie mir ständig reinreden. Man wird ständig so unterbrochen. Ich glaube, den werde ich jetzt Wir brechen ab. abbrechen müssen. Wir haben aber noch einen Kontakt zweiten. entdeckt. Mal gucken, ob der die UFO-Leute da rauskriegt. Scheint ja kein normaler Späher Gerade zu sein. einmal. Ansonsten müssen wir das UFO wohl ziehen lassen. Wäre natürlich schade, aber die treffen halt nicht, meine Leute hier. Komm, ein Schuss noch. Nein. Er hat's geschafft. Gerade noch so, aber er hat's geschafft. So, Sergeant Brown kann wieder rein. Volkov. Von dem war ich relativ. Ja, doch, das kann er noch machen. Dann würde ich aber ganz gerne unseren William Johnson doch mit reinholen. Wollen wir natürlich hier mal reinholen. Moment, mit der Bewaffnung des Mech-Kriegers. Kybernetische Angriffsmodul ist eine starke und doch präzise Waffe. Kabumm! Es kann von entscheidendem Vorteil im Nahkampf sein und
Deckung des Feindes neutralisiert. Oh, nicht nur die Deckung, ich haue ihn auch gerne damit aufs Maul. So, und ich finde, da können wir auch nochmal kurz individualisieren. Auch wenn er nicht den richtigen Rang hat dafür, dass ich es machen würde. So, dann würde ich mal sagen, das ist ganz okay. Das ist ganz okay. Nochmal passende Farbe einstellen. Hat alles irgendwie sowas. Ich glaube, so einen leichten Blauton ist für ihn. Ja, das passt doch ganz okay. Jetzt können wir ihm nochmal hier einen Frisur oder einen Helm geben. Eigentlich hätte der Moment, der davor, der doch etwas. Den nehmen wir. Das ist jetzt unser William Johnson. Wollen wir den Volkov wirklich drin lassen? Ich glaube, da ist gerade ein anderer. Zum Beispiel hier die Scharfschützin. Wäre ganz gut. Eine schwere haben wir ja auch dabei. Einen schweren haben wir ja auch dabei. Das passt. Mir ging es jetzt besonders darum, dass der, dass die Scharfschützin jetzt noch mal ein weiteres Level abkriegt. Für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Das abgestürzte Ufer befindet sich in einem abgelegenen Gebiet nahe einer kleinen Stadt. Wenn wir die Absturzstelle... Ja, Ruhe. So, mir ging es jetzt darum, dass der noch mal ein weiteres Level abkriegt, damit der halt größere Reichweite kriegt. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Die Wrackteile sind hier vorne. Ah, da ist es. Dann lassen wir halt den William Johnson ein bisschen vorlaufen. Da hat er auch schon den Behälter gefunden. Ich glaube, das kriegen wir auch innerhalb von 4 Runden locker hin. Müssen die halt nur ein bisschen laufen. Die muss ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich glaube mal, da passt es auf jeden Fall ganz gut. Er geht auf Feldposten. Bringt bei ihm zwar relativ wenig, aber er geht mal drauf. Und er stellt sich an den Baum. Gucken wir mal, was passiert. So, reicht das bei ihm? Nein, das reicht natürlich nicht. Ganz knapp davor. Aber bei ihr würde es gehen. Dann stellen wir die dahin. Und das Meld wird gesichert. Sehr schön. Geht die jetzt mal in Deckung. Er sieht doch, was ich spiele. Ach, Moment. Jetzt steht alles super. So. So, und damit hallo an Unterfranke, du bist jetzt auf YouTube. So. Ich nehme mal an, da vorne könnte es Probleme geben. Ah, okay, ich halte mal kurz die Aufnahme an. Bis wir das hier
raus haben, sonst werden die, wird das Gepinge vielleicht etwas nervig. Ich spiele so lange auch nicht weiter. Und da bin ich auch wieder. Wie gesagt, habt ihr nichts verpasst. Wir stehen immer noch vor dem Raumschiff. Und ich überlege gerade, ob das so sinnvoll ist, jetzt schon da rein. Entschuldigung, jetzt schon da rein zu rennen. Aber es könnte auch einiges, glaube ich, von der linken Seite kommen. Ich glaube, wir hätten tatsächlich größere Chancen, wenn wir auf Weite spielen. Also auf weite Distanz. Aber egal, wir rennen jetzt da rein. Weil es läuft ja immer super, wenn ich sowas spontan entscheide. Ziel bestätigt. So. Und ich werde danach nochmal gucken, dass ich dann endlich die Offiziersschule gebaut habe, damit ich mehr Leute gleichzeitig hier spielen kann. Sonst wird das nämlich richtig schwer später. So, wo haben wir denn welche? Wir haben hier keine. Okay. Dann kann es ja vorrennen. Prall bei dieser Geschwindigkeit zu überstehen, müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. Sehr schön, da war also nichts. Alien-Objekt in Sicht. Und da haben wir das nächste, die nächsten Meldkanister gefunden. Unterwegs. Heißt, wir wissen schon mal, wo wir jetzt hinrennen. So. Wir haben auf jeden Fall schon mal was gehört. Ach, der Meldkanister ist da draußen. Gucken wir doch mal. Ja, da kommen wir aber hin. So, dann könnte ich jetzt bis da vorne hin mal rennen. Okay. Scheint ja zu klappen. Geht der mal dahin. Schauen wir mal, ob wir hier den Bereich gleich auch nochmal sichern. Als Scharfschütze würde ich mal sagen, gehst du dahin. In erhöhte Position könnte ja super sein, habe ich gehört. Oh, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, dass da was warten könnte. Deswegen würde ich eigentlich mit dem ganz gerne mitkommen. Sonst würde ich den ja da reinrennen lassen. So. Ich glaube, die rennen irgendwie so wild hin und her hier. Die suchen mich wahrscheinlich und rennen jetzt ebenso im Kreis. So, dann haben wir aber jetzt den anderen Meldkanister schon mal gesichert. Heißt, wir können jetzt gerade nichts mehr verlieren. Das höre ich natürlich ganz gerne. Okay, hier drin könnte was sein. Ist wahrscheinlich auch ziemlich klar. Okay. Da ist er. Genau den hatte ich nämlich gerade gesucht. Okay. Ich könnte entweder wegrennen, ich könnte ihm eine Granate an den Kopf werfen, oder die Pistole ziehen und schießen. Ich würde erstmal gucken, dass ich den Mac da hinkriege und gucken, ob der Schaden anrichten kann. Wenn er genug Schaden gemacht hat, werfe ich eine Granate. Oh ja, passt. Super. Ziel getötet. William Johnson, super Arbeit. Ziel ist platt gemacht. Dann können wir hier unsere Ägypterin nochmal
hinterherziehen. Oh, die haben Sucher. Wer Sucher nicht kennt, denn die sind erst durch die Erweiterung gekommen. Sucher sind unsichtbare Einheiten, die aber dann eben auch die Leute strangulieren können. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei uns. Ach, jetzt fängt sie wieder an. Extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Also wieder drauf schießen. So, nachladen. Bin wieder soweit. Okay. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Wir haben hier vorne jedenfalls nichts mehr zu verlieren. Wir haben die Melkkanister. Wir müssen nur noch gucken, dass wir relativ sicher hier durchkommen. Da wir jetzt gegen mindestens zwei Sucher kämpfen, ich weiß nicht, was noch alles kommt, ist es super, wenn wir zusammenarbeiten. Heißt, auf Feldposten zusammenstehen. Damit die sich jetzt ja nicht noch kaputt hauen. Da sind sie. Dem ersten Eindruck nach zu urteilen, würde ich sagen, die Aliens haben... Ah ja, jetzt sind sie wieder im Tarnmodus. ...um damit einzelne Ziele zu verfolgen und zu isolieren. Außerdem scheint sie über ein hochentwickeltes Ausweichsystem zu verfügen. Von diesen Tentakeln sollte... Der müsste da stehen. ...fernhalten. Keine Munition mehr. Ein beunruhigender Anblick, gelinde gesagt. Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. 74%, ja, das klingt gut. Was hätten wir da? 74%, 100% kritisch. Ich glaube, da reicht der normale Schuss auch schon. Sehr schön. Ach, die haben uns vorher noch gar nicht gesehen. Haha. Aua. Bin unterwegs zu neuer Position. Jetzt ist er doch tatsächlich in Panik verfallen. Ausgerechnet unser Roboter. Nächstes Mal kriege ich ihn. Okay, Herr Neumann, mit dem Zielen üben wir doch nochmal ein bisschen. So, und jetzt sehen wir auch, was ich mit dem Strangulieren meinte. Ja, der ist weiterhin in Panik. Der? Warum kann er nicht schießen? Achso, der hat nur keine Schussbahn. Jetzt kann er schießen. 33% Trefferchance. 33. Komm, das schaffst du hier. X-Ray neutralisiert. Sehr schön, Herr Neumann. Sie verschnauft jetzt noch ein bisschen. Okay. Statt zu verschnaufen, könntest du... Ach ja, der ist in Panik. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass er jetzt nochmal heilen könnte. Aber das bringt dann wahrscheinlich nichts. Von daher machen wir es doch einfach so. Aua! Es sind viel zu viele. Daneben geschossen. Wir brauchen unseren Raketenwerfer. Und ich möchte hier unseren... Ja. So, ich bringe unseren Mech mal etwas in Deckung. Wenn ich ihn jetzt nutzen darf. Darf ich. Sehr schön. Wo ist... Du hast die Heilung? Okay. Dann gehst du jetzt hier vorne hin. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, das will ich dir auch geraten haben. So, und jetzt kriegt er nochmal... Zumindest schon mal 4 Heilungspunkte. Ist er jetzt auf 6? Lädt nochmal nach. Sehr schön. Ich
weiß nicht, wo der rechts steht, aber vielleicht treffen wir dann noch einen dritten. Zwei sind auf jeden Fall schon mal tot damit. Das heißt, du könntest hier nochmal eine Granate hinwerfen. Dann hätten wir, glaube ich, so ungefähr alles abgedeckt. Okay. Warum ist der Kern jetzt zerstört? Was machst du da mit meinem... Och, Menno. Nee, Moment, das muss unsere Schützin hier erledigen. Die braucht schließlich die Beförderung. Na gut. Dann wirst du das halt erledigen. Wie machen wir das am besten? Wenn wir das so machen, kriegt der Volk eine Eins aufs Maul. Da muss das halt hier nochmal unserer machen. Der Neumann. Er lässt ihn zumindest los. Sehr schön. Komm, das schaffst du doch. Daneben. Das gibt es nicht. Daneben. Rekalibriere Zieloptik. Der schießt doch einfach mal daneben. Ich würde ja sagen, schieß drauf, aber das klappt bei dem nicht. Oder? Ach ja, das ist die Bazooka. Mit einer Bazooka wird er nicht allzu viel erreichen. Sie flankieren meine Position. Okay, der Sucher haut hier auf jeden Fall jetzt ab. Heißt, wir könnten jetzt nochmal gucken. Ich glaube, vielleicht habe ich hier noch irgendwo ein Medikit hängen. Ich habe kein Medikit mehr. Schade. Kein Medikit für dich. Dann lädt der hier nach. Der könnte ein bisschen mehr Deckung gebrauchen. Du lädst auch nochmal nach. Du lädst auch nochmal nach. Dann bin ich ja mal gespannt hier. Ja, da hinten sind noch mindestens zwei von den Viechern. Das könnte jetzt hier ziemliches Ausharren werden, weil ich glaube, dass die sich auch auf Feldposten stellen. Ich bin schon auf dem Weg. So, dann stellen wir den nochmal hier auf Feldposten. Den stellen wir auch auf Feldposten. Also das könnte jetzt echt böse werden. Weil ich glaube, keiner von beiden möchte es wirklich riskieren. Und es steht meiner Meinung nach auch nicht wirklich fest, wo sie gerade sind. Deswegen ist es gerade ein bisschen dämlich, da irgendwo hinzurennen. Wir hatten hier vorne den Sucher. Der ist also jetzt ungefähr da. Der Sucher wird aber unsichtbar sein. Das heißt, den werde ich kaum erkennen können. Wie sieht es mit deiner Heilung aus? Du hast viel Leben. Bringt recht wenig mit dir. Schöne ist, die wissen ja, wo ich bin. Normalerweise kommen sie dann auch. Wenn wir es dann schaffen, eine bis zwei Runden auszuhalten, dann bombe ich sie weg. Da sind sie auch schon. Komm, einer von denen wird ja wohl treffen. Geht doch. Zielsystem wird neu ausgerichtet. Wer hat den Kill jetzt gekriegt? Naja, okay.
So, heißt, es bleiben noch zwei von den dünnen Männern. Die sollten sich jetzt zeigen. Okay, da müssen wir halt kommen. Wenn die nicht wollen, dann wollen wir halt. Da ist wohl nichts. Also Feldposten. So, Feldposten. Müssen wir jetzt gucken, dass wir ein bisschen näher kommen. Aber hier habe ich keine Deckung mehr, das wird das Böse. Da könnte ich vielleicht durchschießen. Wie viel hast du denn an Leben? Ja, dann geh du dahin. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Naja. Ich sitze hier fest. Da haben sie mich wohl gefunden. Ich habe natürlich gerade niemand anderen, der noch irgendwas machen kann. Was mache ich mit dir jetzt? Zählen die als Ganze? Ja, die zählen als Ganze. Unterwegs. Dann gehst du dahin. Das ist zwar ziemlich offensiv, was ich hier mache. Oh! Zu spät. Was ein verdammter Mist. Bin unterwegs zu neuer Position. Damit ist gerade eine weitere Kandidatin hier ausgeschieden. Wird aber jetzt nochmal grandios gerecht. Ich brauche bald Einsatzziele erreicht. Ja, leider ist unsere Scharfschützin dabei draufgegangen. Das meinte ich aber mit dem gegenseitigen Abwarten. Ansonsten wäre das jetzt um einiges länger geworden. Jo, haben wir das mal gemacht. Jo, schauen wir mal. Wie viele haben wir denn mittlerweile hier? Drei Leute haben wir bis jetzt verloren. Zwei in Operation Verbannter Stab und einen jetzt bei Brutaler Riss. Ich glaube aber, für die Anzahl der Episoden jetzt gerade ist es noch zu verkraften. Ich bin gespannt, wie weit wir es dann noch weiter schaffen hier. Und damit verabschiede ich mich jetzt für heute und wünsche allen noch einen knolligen Abend.